Ui. Wir haben 31 Altmetall mit uns. Wir haben Walter vor uns. Wir werden gleich mal schauen, Gibt's mit? Was wie darf's denn viel sein? Altmetall-Erfahrung Na sicher will ich Teile kaufen. Was wir haben Sie denn für rauskriegen. mich? Nimm alles, nimm einfach alles. In171. Ordnung. Lassen Sie mich Ihnen Ihre Kronkorken geben. Wie viel Geld war das? Keine Ahnung. So, So, wieder an die wieder an die Arbeit. Arbeit. Ja. Aus dem Weg, Team, aus dem Weg. Und jetzt machen wir uns Kronkorken. Nuka-Granaten. Ist eine Mischung. Neue Frau. Bin ich jetzt eingebrochen? Warum sind Kinder hier drin? Papa sagt, dass ich nicht mit Fremden reden soll. Einfach wegschauen. Ich bin. Nuka-Granate. Behalte Nuka-Granate. sie im Auge. Nuka-Granate. Nuka-Granate. Ich glaube, nur vier Stück kann ich machen. Serpentin haben wir noch genug. Blechdosen haben wir immer genug. Abrox und Nuka-Cola. Ja, mit dem kann man schon was machen. Oh, Doc Bin Nade ich ist satt, wieder dass ich dabei. nicht mit Ihnen reden Auf soll? mit meinem Hund zu sprechen, Papa du sagt, dass Perversling. ich Und wir nicht mit machen die Fremden reden soll. Oasis Quest, habe ich mir vorgenommen. Ja, ich habe mir dann Markierer draufgesetzt. Gehen wir zum Fort Konstantin und rüber zu Oasis. Damit ich nicht singen anfangen muss die ganze Zeit. I don't believe in anybody feeling the way I do. Mit sehr viel Nasality. Nasality. Was haben wir hier? Totenroboter. Da war ich schon drin. Rösti ist dabei. Sturmgewehr ist dabei. Pfeilpistole ist dabei mit viel Money. Ah. Und ich bin damals da nicht weitergegangen, weil die Folge sowieso schon aus war. Und was ein bisschen gefährlich ausgeschaut hat. So wie dieses Teil da. Sehr schwer. Bombenlager. Dietrich ist als nächstes dran, 100%. Obwohl. Na, weiß nicht, mal schauen. Raider gibt es dort drüben. Was sind das Freundliche? Sind das die Brüder? Das Bruder. Ah, sind Bruders. Ob ich die killen kann, den ihre Ausrüstung klauen und dann den Typen zum Verkauf geben kann. Von der Bruderschaft. Neu. Neu. Frisur zerfällt schon. Okay. Ab hier wird's gefährlich. Hier sieht es auch noch Volt aus. Volt Disney. Ah ja. Wenn wir runter snappen. Dachte ich mir, das sind gefährliche Gegner. Mit diesem Snapper trifft man ja gar nichts. Ist sie gerade verschwunden? Oh, da ist sie ja. Zur Hölle, Die ja. Hölle, ja. Fahr zur Hölle. Das hat lange gebraucht. Wo ist mein Hund? Wo ist mein Hund? Ah, da ist er. Doch, runter. In den Felsen. Und solche Sturmgewehr gibt es Zehntausende. Okay, gehen wir rein. Schauen wir, was drin los ist. Die Frau war schnell unten. Haben wahrscheinlich eine Rutsche. Aus dem Weg. Aus dem Weg, Hund. Hund. Nehmen wir das gleiche mit dort mit. Hey. Du auch hier? Verlaufen. Direkt ins Gesicht. Wollte gerade sagen, ich komme nicht vorbei. Nein, nein, die Frau da drüben, die Frau da drüben. Ach, verdammt.
Schurken! Was zum Teufel? Doch. Nein. Ah. Okay, Alter. Muss man halt nur für einen Weg rumlaufen. Aus der Jericho. Verdammt. Ah. Das ist Vampire. Ah, zu viel Alkohol mitgenommen. Haben wir wieder Vampire? Da ist das Zeug, das ich haben will. Hoffen wir das Bier. Oh, Box. Launchbox. Die Bomben werden nicht gebraucht, ne? Den haben wir schon umgebracht. Kampfflinte wird gebraucht. So viele Sturmgewehre, die gibt es wirklich geschenkt. Braucht man gar nichts anderes spielen in diesem Spiel. Mir kommt es gerade. Wir haben die Kartoffelchips eingekühlt. Verwerslinge. Mich hat es echt gewundert, wenn ich herausgefunden habe, dass Leute in anderen Ländern. Ich nehme es mit einfach, wenn ich schon einen Ball dabei habe. Popcorn nicht nur salzig essen. Das hat mich überrascht. Oho, okay. Vulgarismus. Vulgär. Nein, Red. Verdammt, ist das viel. Okay, gehen wir zuerst runter. Ah, Müdigkeit. Ach, verdammt. Ist wahrscheinlich nur ein Durchgang zu den anderen. Aber Sturmgewehre bekommt man ja geschenkt hier. Raider Jones over here. Dampft auch mit. Was nehmen wir? 10 mm ist fast wichtiger. Hopp, da ist der nächste. Der nächste. Er wird gleich weglaufen. Und zum Bleiber. Oh. Nein. Kopfschatz. Jede Menge Action. Gut mit den 10 mm. Bleirohr, später Granate, solange die Granate nicht wirft, bin ich happy. Okay, Bier, Kram, Fleisch. Ja, ich esse wirklich alles. Schaut mal Radioaktivität aus, nicht so schlecht. Chat kann ich bald wieder verkaufen, brauche ich gerade. Ja, okay, nichts Exklusives. Gewehrslinge haben das in die. Ach, verdammt, Dog mit. Deswegen nehme ich die nicht. Ich nie mit. Die Drogenhöhle natürlich. Wir machen da Camps. Und Wunderkleber. Ich habe ja noch nicht so viele Drogen da genommen. Das wäre ein interessanter Nasslock. Ohne Drogen und Alkohol. Das nächste Mal, da ich das hier schaffe. Easy. Beim nächsten Mal mit Morden machen wir mit Nasslock. Ja. Keine Drogen und Alkohol, Nasslock. Okay. Ach, verdammt. Das ist ziemlich weit drauf gespritzt. Verdammt, wirklich. Alles dann nur Deko. Verdammt, Dog mit. Lass dich gleich wieder zu Hause. Okay, ich bin umsonst rundherum gelaufen. Ja, wie schon gesagt, nur der andere. Das andere Silo. Okay.
Eine gute Blechdose, ich nehme sie. Schmeißen wir ihn später weg. Mal immer kaputt, die guten Waffen. Okay. Schauen wir, was hier draußen ist. Oh, ich bin gleich Level up. Ich sollte jetzt nichts trinken. Könnte Gefahr draußen lauern. Was gibt's hier unten? Ah, jetzt rennen sie. Natürlich. Den holen wir uns. Komm schon, Jericho. Oh, komm, einer noch. Mach ihn rein, den Schuss. Mist. Ah, ist er tot, oder? Alles klar, Bro. Okay. Wollte nur mal checken. Ah, ich will da gar nicht drauf. Nicht mit den Leuten, die ich mit habe. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Mal schauen. Staubsauger? Nee. Nehme ich nicht mit. Nur wegen Dogmeat. Altmetall. Ob irgendwann der Punkt kommt, wo ich kein Altmetall mehr haben will. Oh, das gefällt mir gar nicht. Runter teleportieren. Nein. Okay, raus hier. Oben rumrennen ist zu gefährlich. Der Fallschaden. Der macht mir am meisten Angst. Nein, nicht den Hund. Er schuft mich runter. Ich geh weg. Ich geh weg. Nicht wert darauf gehen. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Gehen wir lieber raus. Hier gibt's nicht. Hoffentlich. Ich habe keine legendären Waffen gefunden. Okay, wieder zurück. Vorsicht. Das Letzte, was ich mache, ist da oben auch immer eiern. Zu gefährlich. Einfach raus hier. Nein, wurscht, wurscht, wurscht. Oh, ist ja leicht, das gleich zu behacken. Zeit zum Hacken. Pale, like me. 2 von 4. Pale. Wave. 2 von 4. Safe. It's all the same. It's all the same. It's all the same to me. Das ist ja neselig heute. Welche Seite wieder? Das Idiot. Ah, verdammt. Verdammt. Ich mach's noch schlimmer. Wirklich? Gibt's was, dass ich immer auf der falschen Seite tue? Ah, jetzt da. Darf nicht in den Spiegel schauen. Wäre aufheben. Toll. Was wert. Und 13 Stimpacks wurden schon geschluckt. Muss wohl stimmen. Ja. Okay. Ist das nicht der Turm, der markiert ist? Tot. Was haben wir hier? Der Red Scorpion irgendwo da unten. Ich glaube, es regnet.
Okay, weiter, noch weiter. Da oben. Das ist ein verdammt guter Plan. Ja, wenn du es sagst, ach verdammt. Dort Meter, was gehst du gerade? Wo ist der Hund hin? Was macht ihr Verrückten? Jericho fightet irgendwas. Okay. Okay. Anscheinend Problem gelöst. Wäre echt interessant zu wissen, was da hinten eigentlich als Punkt gewesen wäre, aber irgendwie finde ich es nicht. Vielleicht war es echt ein Volt. Direkt unterhalb. Vielleicht wird es mir was sagen. Wieder so eine Station. Brumm. Okay, Dietrich auf 90, dann kann ich Medics reinhauen, wenn ich brauche. Medizin, kleine Waffen. Was gibt's Neues? Schauen wir rein, bitte keine bösen Überraschungen. Ich schaff's nicht mal rumzuwickeln. Okay. Ja, passt schon, passt schon. Ist cool, ist cool. Werkbank. Wenn dann Nuka-Cola noch rumliegt, dann sind wir happy. Na, nehmen wir beides. Oh, schwer. Haarklammern habe ich wenig. Vielleicht muss ich echt mal welche kaufen dann. Okay, bisschen Loot. Bisschen Kaffee. Hopp, hopp. Werkzeugschrank, Messer. Bläh. Das ist überall eine Kronkorkenmine geschenkt gibt. Die wollen ja, dass ich mich umbringe damit. Nikola Tesla und sie. Also das war's hier dann. Okay, wo ist Oasis? Ach, weiter rauf. Krass. Ja, das sind sie ja. Auf euch habe ich gewartet. Zu tanzen. Das letzte. Ja, auf meinen Hund anzuschießen. Was ist das? Die werden schon stärker, kommt mir vor. Aber auch nicht gescheit, aber sie haben mich kein einziges Mal angeschossen. Danke für die Muni und für die Erfahrung. Und für die Loot. Dorfmäntel sind leider nichts wert. So cool sie auch schon. Er wollte eine Granate werfen. Wo ist der letzte? Ah ja. Hey. Okay. Wo ist der Superhammer? Sturmgewehr. Da ist der Superhammer. Weg damit. Sturmgewehr haben wir nicht, Bilmoni. Lasergewehr, warum nicht reparieren? Kampfflinte. Ja. Die waren schon kaputt. Auch kaputt. Verdammt, falsch repariert. 10 mm habe ich genug.
Okay, da oben irgendwo. Es dauert, bis ich drüben bin nochmal. Ich weiß nicht, ist das schon Todesklauengebiet? Ich hab genug Staff Boys. Okay, auch nicht genug Heilung mit. Nur Wodka und Whisky. Dann gibt es ja auch keine Nachtpirscher, die sind ja auch tödlich. Wer ist denn das? Wildländer. Lauf! Ein bisschen was zum Essen. Okay. Jetzt nicht überlebt. Tragisch. War nicht mein Problem. Ist krass, dass ich einen fetten Bogen um Paradise Falls und die andere kleine Stadt gemacht habe. Frage, was die Frau hier draußen gemacht hat, hier gibt es ja nichts. Außer Tod. Und Maulwurfsratten im Uruguay-Gebiet. Okay, zuerst dorthin, dann darauf. Ja. Das könnte gefährlich sein. Ist es auch. Ist es auch. Granaten. Ja, mit der Nuka-Granate. Eindeutigen Nuka-Granaten-Fall. Eindeutig war das ein Nuka-Granaten-Fall. Zwei Ausweise auf einmal ist einer zu viel. Ich bin cool. Zwei Augeist sind da noch zu viel. Gefahr. Ich werde sie so richtig schön. Das kommt auf uns zu. Oh, und Skorpione auch noch. Und haben das sind viele. Okay, Granaten, Granaten, Granaten. Ich hoffe, dem kleinen Dogmeat geht's gut. Mitten rein der Dogmeat. Einmal kleiner Hund. Er lebt noch. Ah ja, okay, Muni leer. Auch cool. Nicht wirklich. Und noch was. Krass hier. Jörg Weiß. Alles klar, Kleiner? Ja. Was für ein Tank. Die brennen noch immer. Ich glaube, war eine richtige Entscheidung. Okay. Was war hier? Wollten wohl rummachen. Okay, schauen wir hier rein. Wir sind schon fast wieder 30 Minuten. Das Ding kann ich gleich weggeben, derweil. Oben. Hotkey oben. Das. Nicht mal ein wichtiger Punkt, wie es ausschaut. Irgendeine Farm vielleicht.
Oh boy, das ist nicht gut. Oh ja, das ist echt nicht gut. Dann brauche ich Drogen. Jetzt habe ich mir ein bisschen zu viel reingewirkt. Wo sind die Impulsgranaten? Oh, nicht mal. Du lebst noch. Ich dachte nicht, dass dieser Roboter so viel Schaden machen wird. Altmetall, oh, ist es wert. Nicht mehr gut ausgerüstet. Geruht. Ah, Sturmklemmoni wieder. Aus dem Weg. Weil vielleicht hätten wir noch reinwürgen können. Und Wasser. Naja. In diesem Spiel sieht man einfach keine Minen. Wenn da so viel Schrott vor mir liegt, Kopf rauf. Sieht schon wieder dunkel aus. Dann bräuchte ich ein Bett auch. Was ist das neben mir? Wundert mich, dass ich mich noch in keine Bärenfalle reingestürzt habe. Rasenmähermesser. Okay. Nehmen wir den schnellen Ausgang. Und schauen, was vor uns liegt. Vielleicht ist da ein Bett auch. Oh, das schaut nicht cool aus. Raider-Basis ist eine fette. Hier, wo ist mein Sniper? Kann sie rauflocken hierher. Reservistengewehr. Hier. Kann ich reinzoomen? Auch nicht. Verdammt. Ich weiß nicht, ob ich sie einmal getroffen habe. Eigentlich nicht. Hier haben wir noch einen. Da haben wir mal getroffen. Okay, sie kommen. So, von mir wäre schon drinnen. Was zur. Bin ich da in. Sie chillt. Und die Party geht ab. 3 Schuss, verdammt. Wo ist mein Gleisgewehr? Hier, da haben wir noch ein bisschen mehr. Hopp! Fette Party. Bin ja noch fett gestimmt. Tut dein Arm weh? Oh nein. Uff. Steckt sich schon. Knapp zu uns. Das sind sie. Ist egal. Der Leichen wird nicht gegendert. Wahrscheinlich schon. Oh. Okay, wo ist er oder sie hin? Und wieder Blut. Und kriegt Blut. Das ist ein Bluthund. Ja, Blut will. Okay. Hi. Oh, du, was war das? Irgendwie hat was Explosives in meine Richtung geschossen.
Musstest du. Dann tippen Raketenwerfer. Hat kein Leben. Jericho. Steckt ein bisschen im Boden fest. Sehr schön, Team. Und wir sind wieder im Dunkeln, wie immer. Sturmgewehr, das 10. Wir retten die 20. Ich sehe gar nichts hier. Wir müssen in Gruppetten sein. Nichts wert. Schauen wir zum Van zuerst. Ich glaube, ich schaff's nicht in die Oasis rein. Sorry, Leute. Coach. Nimm viel zu viel Wunderkleber mit. Ein Bett. Mist. Oh nein. Ihr Bastarde. Ah, okay. Einfach panigen. Ich sehe keine Gefahren. Ich suche einfach ein Bett. Ich werde doch ein Bett finden. Da schon mal besammelt, oder? Ja, warm. Da kann man nicht drin schlafen. Bin mir zu 19% sicher. Nicht viel, aber dennoch was. Ah ja. Polizeiknüppel. War wohl ein Waldbewohner. Kann ich auch nicht drin schlafen? Mist, eigentlich. Was zur... Bin ich da in irgendwas reingetreten? Was hast du gesagt? Oasis. Warte mal. Ah, verdammt. Darauf müssen wir. Oh je. Irgendwie habe ich das Gefühl, als wäre die Pfeilpistole ein bisschen für den Arsch. Zu viel aufgehypt. Und im Endeffekt macht sie nicht wirklich so viel. So viel Hype reingesteckt. Maulwurfskarte. Da oben ist was Fettes. Ich werde sie so richtig schützen. Da. Richtiger Angriff. Ah, ist die Pfeilpistole gemacht. Da oben ist doch wer. Wer ist hier? Ödlang Chunky. Hey! Hey Mann! Brauchen Sie was? Vielleicht einen kleinen Schuss? Etwas Jet? Ich habe Jet. Alles klar, Mann. Hast du Geld doch? Was ja, hat? Ja. Ihr wisst, was passiert. Der Mann wird gefistet. Feuer! Immer schön weiter. Oh, so viel Gratis-Loot. Danke, Mann. Oh je. Wenn er Geld hätte und ich ihm was verkaufen könnte. Wäre das ja eine andere Geschichte, aber so. Geht gar nicht. Das Lödland Raider. Warum schaut das hier unten so abgeheftet aus? Ah, ich muss hier durch. Nicht mal ein Bett hier. Das
Was ist, wenn die auf der Brücke sein? Nein, geht die gar nicht. Schaut hier krass zerstört aus, aber anscheinend gibt es hier auch nicht wirklich was. Ja, Breton gibt's. Verdammt dunkel, verdammt dunkel. Mal schauen, ist das die Vault oder ist das Oasis? Oasis. Muss nur irgendwie raufkommen. Oh, klar. Ah, es sind da Berge versteckt. So ein Dreck, so ein Dreck. Oh, wirklich, kommt schon, Leute. Muss das sein? Klasse, wenn sie das machen. In New Vegas das gleiche. Das ist gefährlich. Nein, 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 danke. Na, gehen wir drumherum. Oh, Mist. Da, das muss der Weg sein. Müssen so irgendwo einen kleinen Pfad machen. Wonder why. Ah ja, wir sind hier. Sie sind angekommen. Kommen Sie bitte näher. Ich muss mit Ihnen über Dinge von höchster Dringlichkeit sprechen. Beeilen Sie sich. Er hat es nicht gerne, wenn man ihn warten lässt. Verdammter Kult. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Es ist lange her, seit uns jemand besucht hat. Er wartet darauf, dass jemand wie Sie hier eintrifft. Bitte folgen Sie mir. Ich werde Sie sofort zu ihm führen. Tut mir leid. In der Aufregung bin ich übers Ziel hinausgeschossen. Ich bin Baumvater Birch. Ich habe das große Glück, der Anführer seines Volkes zu sein, der Baumhüter. Hinter diesem Tor liegt unser Zuhause, Oasis. Wer anders als er selbst sollte warten? Wenn Sie mir bitte einfach zum Pavillon folgen wollen, Ihnen wird dann alles klar werden. Ausgezeichnet. Folgen Sie mir bitte. Bald wird alles aufgeklärt sein. Ich hoffe, die Audio hat sich nicht verändert. Willkommen in Oasis. Mit meinen Haaren habe ich nicht Audio-Tests machen können. Willkommen in Oasis. Friede sei mit jedem, der zu uns stößt. Dann bist du hier da wieder leiser. Wir werden miteinander reden, sobald wir den Pavillon erreicht haben. Seien Sie unbesorgt. Alles wird sich aufklären. Stellen wir ein bisschen Filter um. Wie schaut meine Loot aus? Macht es ein bisschen zu dunkel. 10, so. Ah, doch ein bisschen rauf wieder. Auf 20, früher war es auf 30. Ja, warum nicht? Schon ein bisschen nachtiger aus jetzt. Gibt es hier Schlafsäcke? Hey du. Willkommen. Alte Leute, das Schlimmste. Friede sei mit jedem. Sie ahnen ja nicht, wie überglücklich ich bin, Sie zu sehen. Normalerweise ist Oasis für Außenstehende gesperrt, aber er hat eine Ausnahme gemacht. Das ist seine Macht, die Sie fühlen.
Mit seinen ausgestreckten Gliedern schützt und behütet er uns. Er ist derjenige, der wächst, der gibt und der führt. Niemand spricht seinen Namen aus Respekt vor seiner Herrlichkeit. Dank ihm haben die Baumhüter eine Heimat. Ich verstehe Ihr Zögern, aber ich kann Ihnen versichern, dass Ihnen kein Leid zugefügt wird. Wir sorgen für diesen Ort und behüten ihn vor denen, die danach trachten, ihn auszubeuten. Er gibt uns etwas und darum geben wir ihm ebenfalls etwas. Das hat fast 2 Jahrzehnte lang gut funktioniert. Wir meiden Technologien und sind eins mit der Natur. Das ist das Leben eines Baumhüters. Leider ist das Ödland ein feindseliger Ort und manchmal sind wir gezwungen, uns dagegen zu verteidigen. Wenn das bedeutet, mit maschinell gefertigten Waffen zu kämpfen, dann soll es wohl so sein. Hätte er nicht darum gebeten, sie zu sehen, wären sie nie so nah an die Tore herangekommen. Fürwahr, verzeihen Sie, denn ich spreche nur selten mit Außenstehenden und neige dazu, in der Unterhaltung das Thema aus den Augen zu verlieren. Als Sie sich Oasis näherten, sagte er, dass Sie kommen würden und ich wurde losgeschickt, um Ihnen persönlich ein Anliegen vorzutragen. Er will sich mit Ihnen treffen. Sie wären seit sehr langer Zeit der erste Mensch von draußen, dem diese Ehre zu... Er redet zu viel. Ich würde ihn nicht so bezeichnen, aber gut. Bevor Sie ihn treffen können, müssen Sie die Feier der Reinigung über sich ergehen lassen. Danach dürfen Sie mit ihm sprechen. Einfach Bescheid geben, wenn wir anfangen können. Die Zeremonie ist ganz einfach. Sie müssen dazu lediglich vom Saft aus dem Bassin hier im Pavillon trinken. Der Saft wird Ihren Geist und Körper von allem Schädlichen reinigen, das ihn verletzen könnte. Ich versichere Ihnen, dass Sie dadurch keinerlei Schaden erleiden werden. Ach, hier machen wir weiter. Also gut. Dann wollen wir gleich vor dem Bassin Platz nehmen und beginnen. Ja, mit dem Fruchtsaft. Ich trinke auch gerade meinen Fruchtsaft. Warte mal, Kamera. Ja, ja. Pfefferminze. Oma. Oma. Kind. Jericho. Wenn Sie bereit sind, Mann. Wo sind die Mädels? Hallo. Möge der Große. Ah ja. Wir werden jetzt den Segen sprechen, um vor dem Betreten des Hains allen Schaden abzuwenden. Ich fordere euch auf zu gehen, Agenten der Zerstörung, durch die Macht seines göttlichen Willens. Verlasst sofort unsere Häuser und Körper. Lebt dort nicht länger, sondern geht an Orte, an denen ihr niemandem schaden könnt. Im Namen seiner Blattherrlichkeit belege ich euch mit seinem Zorn, sodass ihr ihn immer mit euch tragen werdet. Und ihr werdet Tag für Tag verblassen, bis ihr verschwunden seid. Und nur dort wird man eure Spuren finden, wo ihr der Menschheit gedient habt. All dies möge er uns gewähren. Er, der durch seine Kraft über die Lebenden, die Toten und die Welt richtet. Amen. Schon bald werdet ihr friedlich einschlafen. Und wenn ihr erwacht, erlebt ihr seine Herrlichkeit aus erster Hand. Aber, wo ist Jericho? Verdammt. Sie haben meine Begleiter genommen. Bevor wir seine Herrlichkeit empfangen, machen wir hier Schluss. So. Peace aus.
Ich spiele gleich weiter. Keine Sorge, keine Sorge.